Jeff, die wichtigste Frage sofort am Anfang: Wie geht's dir aktuell? Eigentlich ganz gut. Endlich wieder auf dem Platz, kann ich sagen. Heute erst einmal wieder voll mit der Mannschaft trainiert. Und ja, eigentlich keine Probleme mehr. Du bist in der letzten Saison wegen einer Adduktorenverletzung einige Spiele ausgefallen, hast dann ab Mitte März aber alle Spiele wieder gemacht und jetzt dann wieder die Pause. Würdest du im Nachhinein sagen, dass es vielleicht zu früh war, dass du letzte Saison wieder angefangen hast? Ja, das glaube ich schon sicher. Es hat auch etwas zu tun mit der Situation von der Verein natürlich, dass letztes Jahr ein bisschen schwierig war. Am Ende haben wir zusammen entschieden, dass ich diese Spiele mache. Eigentlich war ich nicht 100% fit, aber habe ich dann trotzdem gemacht. Und ja, am Ende können wir dann sagen, dass ich die Rechnung dafür bekommen habe. Und deswegen hat es jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Wie verlief dann jetzt die Reha bei dir? Lief alles nach Plan oder gab es auch da ein paar Rückschläge? Und wenn, wie bist du mit denen umgegangen? Ja, also man würde natürlich am liebsten auf dem Platz stehen. Und wenn es dann ein bisschen länger dauert, dann ist es immer ein bisschen schwer natürlich. Aber ich muss sagen, die Reha ist ganz gut verlaufen. Wir haben eigentlich keinen Druck drauf gemacht. Wir haben gesagt vorher, okay, du kommst wieder auf den Platz, nur wenn du keine Probleme mehr hast, keine Schmerzen mehr hast. Und deswegen haben wir einfach die Zeit genommen. Dann ist dann ein bisschen länger gedauert hat, das ist natürlich schade. Am Ende ist es natürlich das Wichtigste, dass ich ohne Probleme wieder Fußball spielen kann. Die Saison verlief jetzt auch recht wechselhaft, der schwierige Start. Dann hat sich die Mannschaft aber gefühlt ein bisschen gefangen, gegen Frankfurt gewonnen, gegen Freiburg eigentlich ein gutes Spiel gemacht, einen Punkt mitgenommen. Jetzt dann wieder das Spiel gegen Leverkusen. Was ist deine Meinung? Wie ist der Stand aktuell beim FCA? Ja, natürlich schwierig zu sagen, weil ich war nicht von Anfang bei der Mannschaft dabei natürlich. Wenn du die Reha machst, bist du oft alleine und trainierst du auf andere Zeiten wie die Mannschaft. Aber es ist natürlich ganz klar, dass wir viele neue Spieler haben und dass du ein bisschen Zeit brauchst. Das ist auch schon klar natürlich. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt Woche für Woche steigern können. Du bist ja auch Vizekapitän und auch wenn du sagst, du warst am Anfang vielleicht nicht unbedingt bei der Mannschaft mit dabei, jetzt in der letzten Zeit bist du es wieder. Wie kannst du oder konntest du der Mannschaft auch außerhalb des Platzes helfen? Ja, also wenn du Reha machst, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Also, so wie gesagt, du bist nicht überall dabei. Jetzt bin ich wieder seit so 1,5 Wochen dabei bei der Mannschaft. Habe ich am Anfang auch noch individuell trainiert. Und jetzt, also ab heute, bin ich eigentlich voll dabei. Und dann kannst du auch wieder Gas geben auf dem Platz natürlich. Ja, die Spiele helfen und wieder meine Qualitäten auf den Platz bringen natürlich. Und ich hoffe, dass ich damit die Mannschaft helfen kann. Du hast auch gerade schon angesprochen, es sind sehr viele Neuzugänge. Die Konkurrenzsituation ist richtig groß im Kader. Ist das schwieriger für einen verletzten Spieler, weil er Druck verspürt, oder ist es vielleicht sogar beruhigend, weil er weiß, die anderen machen auch einen guten Job und du hast wirklich die Zeit, die du brauchst? Na, also ich glaube nicht, dass es dich beruhigt. Am Ende, natürlich sind wir eine Mannschaft, aber am Ende will jeder Spieler auf dem Platz stehen, natürlich. Also wir haben schon ein großes Kader, glaube ich. Das ist eine Entscheidung von der Verein natürlich, dass viele neue Spieler gekommen sind. Und jeder muss sich wieder auf dem Platz zeigen, natürlich. Und ich glaube, am Ende wird jeder Spieler dadurch auch stärker. Wenn du jetzt so richtig ins Training wieder eingestiegen bist, was glaubst du, wann kann der erste Einsatz auch wieder stattfinden? Ja, das finde ich noch schwierig zu sagen. Ich bin natürlich nicht direkt auf meinem Top-Level. Aber ja, jetzt ist es einfach das Wichtigste, dass ich alles wieder mitmache im Training, dass ich wieder auf mein Level komme. Und dann will ich natürlich so schnell wie möglich spielen. Aber wichtig ist jetzt, dass ich fit bleibe. Und da kann ich auch eine längere Zeit einfach spielen ohne Probleme. Jetzt geht's für die Mannschaft gegen Gladbach. Du hast mal in einem früheren Interview gesagt, wir müssen Respekt gegen Gladbach haben, aber keine Angst. Das stimmt immer noch, oder?
Ja, nicht nur gegen Gladbach. Ich meine, das gilt für jede Mannschaft natürlich. Ich glaube, wenn du zu viel Respekt für den Gegner hast, dann hast du keine Chance. Wir wissen natürlich, dass Gladbach gute Mannschaft ist, aber ich glaube, wir müssen auch mehr Vertrauen haben in uns selber. Und das müssen wir auch zeigen auf dem Platz. Was macht Gladbach ganz konkret gut? Sie spielen natürlich gut Fußball, haben auch ein paar neue Spieler, vor allem vorne, glaube ich, geholt. Und ja, ich glaube, die letzten Jahre ist Gladbach immer stark. Aber ich glaube auch, dass wir die letzten Jahre auch schon oft gut gegen Gladbach gespielt haben, auch etwas mitgenommen habe da. Und ja, ich glaube, man muss immer Vertrauen haben, dass du etwas holen kannst. Was ist dann dein Tipp für das Spiel? Mein Tipp, ich sage 1-2. Super, dann vielen Dank für das Interview und weiterhin gute Besserung. Dankeschön.